Hallo und herzlich willkommen. Wie von euch gewünscht und von mir versprochen, werden wir heute gemeinsam den ersten Teil der Tomb Raider-Reihe beginnen, Tomb Raider in der Definitive Edition. Dieser Teil, damals entwickelt, ich glaube im Jahre 2013, für die PS3, ist in der Definitive Edition ein wenig aufpoliert worden, für die Next-Gen-Konsolen besser in der Grafik, die Texturen sind besser, die Steuerung ist ein wenig feiner. Wie ich finde, ein richtig gelungenes Upgrade, denn wie ihr seht, ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, um den Ton zu überprüfen und die Steuerung so ein bisschen reinzufixen. Und das, was ich gesehen habe, Freunde, das kann sich wirklich sehen lassen, auch in der heutigen Zeit noch. Für mich ist das nicht der erste Durchgang. Auf der PS3 damals habe ich das Game durchgezockt. Also wir sollten gespannt sein, wie gut ich das hier alles über die Bühne bekomme. Wenn ihr Bock auf Tomb Raider habt, wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich wie immer über euren Support freuen. Und wir schnacken gar nicht länger rum und legen jetzt los mit einem neuen Spiel. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Tja, Freunde, und da hängen wir ab. Also, man muss doch ganz ehrlich sagen, das Intro ist doch wohl der absolute Hammer, oder? Die Mucke und wie das so inszeniert ist, für mich das beste Intro aller Tomb Raider-Spiele. Absolute Gänsehaut. Auch was jetzt hier so in der Höhle passiert, bis wir dann draußen sind,
Also so geil inszeniert. Genial. Ich kann einfach auch an dieser Stelle nur sagen, Tomb Raider hier jetzt auch noch in der verbesserten Edition. Mein absolutes Lieblings-Tomb Raider. Da können die anderen beiden echt abstinken. Die Synchronisation und jetzt auch noch mit der Charakterdarstellung. Schaut euch die Haare an. Also richtig geil. Ich habe genug geschwärmt. Wir legen jetzt los. Hilfe! So. Jonah! Reyes! Hilfe! Boing. Runter. Ich muss runter. Und tschüss. So, jetzt sollten wir versuchen, unser Seil in Brand zu stecken. Dann sind wir auch schon frei. Sehr gut. Wow, 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 wow. Au! Das tut weh. Nicht ohnmächtig werden. Ach du Scheiße. Puh, tief durchatmen, Mädchen. Tief durchatmen. So, wir müssen hier raus. Wir müssen hier ganz schnell raus. Irgendein Psychopath hat uns hier gekidnappt. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Psychopath. Der Name ist Programm. Was ist das hier? Also sieht geil aus, oder? Zieht euch mal Lara rein. Lara rein. Zieht euch mal Lara rein. Boah, ist gar nicht so einfach, das auszusprechen. Hier, die, ja, was ist es? Blut? Ist es Dreck? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Und auch die Haare. Also genial. Haben so richtig was Feines rausgezaubert. Gut. Bloß passiert. Erinnert mich so ein bisschen an Outlast. Hier dran vorbei. Ah, wir müssen die Fackel mitnehmen. Ich habe die Fackel vergessen. Eine Fackel. Genau. Oh, fuck. Das war laut. Shit. Mächtiges Feuer, sage ich euch. Brennt alles nieder innerhalb von Sekunden. Aber das ist auch extrem wichtig in diesem Teil. Schaut euch mal die Flamme an. Wie geil das ist. Heftig. Richtig geil gemacht. Verdammt. Überlebensinstinkt. Machen wir nochmal neu an. Was zur Hölle? Wo muss ich dran? Ich glaube hier oben. Brennen wir uns den Weg frei. Rotes Fass bedeutet, wie immer, Explosion. Spätestens jetzt hat er uns gehört. Oh, fuck. Gib nicht wieder alles zusammen. Lass mich los. Natürlich, du willst mir helfen. Was hat der Totenkopf denn da? Ist das ein... Ach, das ist ein Helm. Ich dachte, das ist ein Propeller. Oh mein Gott. Wieder der Blick auf die Flammen. So geil gemacht.
Ich habe ja in den anderen beiden Teilen die Atmosphäre schon gelobt. Aber hier in dem ersten, das ist einfach unschlagbar. Ich meine, Lara hat zu diesem Zeitpunkt noch nie getötet. Das darf man nicht vergessen. Sie ist jetzt quasi, ja, einfach mal ins Abenteuer geworfen worden. Und sie hat Angst. Kackt sich quasi in die Buchse. So. Das ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sollten wir wohl... Was ist das? Wegsprengen, wollte ich gerade sagen. Mehr Feuer. Zum Glück. Was ist das denn für ein Ding? Erstmal direkt alles abfackeln. So, jetzt müssen wir... Ich glaube, erst hier hin. Ja, genau. Kleines Feuerchen machen. Und dann hier drüben hin. Nee, wartet. Genau, wir müssen erst das brennende Treibgut nach hinten befördern. Das machen wir, indem wir das da oben reinschubsen. Und dann mit einem kleinen Schubsen nach unten katapultieren. Boing! Und jetzt knallt's. Ich muss sofort hier raus. Alles klar. Komm, Mäuschen. Hau die Hacken hinterher. Die Mucke, wie Hammer das ist. Wir lachen. Oh, fuck. Aufpassen. Lauf, Mäuschen! Wir schaffen's! Übrigens ist das Springen hier so viel geiler gemacht. Das ist viel direkter und auch das Kampfsystem ist viel direkter. Oh no! In die Fresse, Junge! Ach ja, und brutaler ist es auch. Yes, komm schon. Wow. Nein, halt dich fest. Krabbel hoch. Oh, wie von der Kanone geschossen, dieser Felsbrocken. Ich glaube, einer kommt noch. Ja. Ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Easy going. Herzlich willkommen bei Tomb Raider.
Sieht geil aus. Ich hab's zwar jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber trotzdem. Es sieht einfach geil aus. Schön. Wir müssen also mal gucken, wie wir hier die Sachen erkunden und ob wir überhaupt alles erkunden. Damit meine ich, ob wir alles finden oder nicht. Wir nehmen auf jeden Fall das mit, was wir so auf den Weg finden werden. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Alright. Na klar, die Crew vom Schiff. Die muss ja auch irgendwo sein. Vorsicht! Und zack! Okay. Weiter geht's! An diesem Felsen sind schon einige Schiffe zerbrochen, so wie das aussieht. Ein regelrechter Schiffsfriedhof. Oder Flugzeugfriedhof. Ich schaffe das. Auf jeden Fall, Mäuschen. Nicht lange dran aufhalten, sondern weiterklettern. Weiter! Weiter! Also wenn ich das jetzt hier so spiele, frage ich mich, wie sie das Klettersystem bei den anderen Teilen so versauen konnten. Das war knapp, oder? Kein Flügel mehr da. Der altbekannte Move. Doppelsprung. Sams Tasche. Sam, bist du hier? So, ein Funkgerät hätten wir schon mal. Was jetzt? Fuck! Ich dachte, ich bin in den Tod gestürzt. Ich konnte mich nicht hochziehen. Da hatte ich mich zum Beispiel nicht mehr dran erinnert. Kruzifix. Schaut euch mal den Atem an. So geil gemacht. So geil gemacht. Besuch. Hier könnte man doch bleiben. Hier regnet es zumindest nicht hin. Sieht verlassen aus. Ich
Ist kalt, was? Wie sie zittert, ey. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich muss etwas zu essen finden. War wohl doch keine so gute Idee, in das Auge des Sturms zu fahren. Das hat uns hier diese Miserie eingebrockt. Und ich denke, für heute, Freunde, beenden wir die Folge. In der nächsten werden wir natürlich genau hier weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid.
euren Support dalasst in Form von Kommentaren oder natürlich auch positiven Bewertungen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.